Willkommen zu den News der Woche. Zu der kommenden Anime-Serie Hitori Bocchi no Maru Maru Saikatsu wurde nun ein erstes K-Visual veröffentlicht, hingegen auch das erste Promo-Video zum Anime. Hingegen wurde auch bekannt gegeben, dass die Anime-Serie im April 2019 an den Start gehen soll. Produziert wird die Anime-Serie von C2C. Der Voice-Cast der Anime-Serie wurde auf jeden Fall auch bekannt gegeben. Das alles verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung. In der aktuellen Ausgabe in der Monthly Big Gangan wurde bekannt gegeben, dass die Manga-Serie bzw. der Prequel Akamega Kill Zero nun sein Ende finden wird und das nämlich im kommenden bzw. im nächsten Ausgabe, die nämlich am 25. Januar 2019 in Japan erscheinen soll. Der Spin-Off zum Manga feierte seine Premiere im Oktober 2013. Im August soll dann auch das 10. Volume und auch das letzte somit in Japan erscheinen. Seit November 2018 ist die Manga-Serie hierzulande bei Kasumi Deutschland erhältlich. Ab sofort kann man nun den Anime-Film The Seven Deadly Sins The Movie Prisoners of the Sky auf Netflix anschauen. Natürlich ist dies nicht alles, denn es gibt noch die Möglichkeit, dass man die Anime-Serie Sword Art Online sowie auch die zweite Staffel von Sword Art Online ebenfalls auf Netflix anschauen kann. Zudem ist ebenfalls der Pokémon-Film Du bist dran auf Netflix verfügbar. In der letzten Folge der Anime-Serie Goblin Slayer gab es noch am Abspann der letzten Folge eine Nachricht mit Goblin Slayer Will Return, auch genannt Goblin Slayer kehrt zurück. In anderen Worten kann man hier jetzt nochmal spekulieren, dass die Anime-Serie natürlich mit einer zweiten Staffel wieder zurückkommen soll. Wann genau das sein soll, ist natürlich noch unbekannt. Die Anime-Serie gibt es hier natürlich kostenlos auf Wakanim. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Im Jahre 2019 folgt in den japanischen TV die Anime-Serie Fate Grand Order Babylonia. Zu der Serie wurde ein erstes Promo-Video veröffentlicht, was ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt ist. Und natürlich wurde bekannt gegeben, dass die Anime-Serie von CloverWorks produziert wird. Mehr ist zurzeit unbekannt. Für Prime-Mitglieder auf Amazon ist es nur möglich, dass man die Anime-Serie bzw. die erste Staffel der Anime-Serie Tales of Zestiria anschauen kann. Der Link zum Anime ist natürlich in der Videobeschreibung. Auf Wakanim ist es nur möglich, dass man die Anime-Serie Lord L. Mallory Isai no Jikenbo Rise Zeppelin Grace Note anschauen kann. Zudem erstmal nur die erste Folge. Der reguläre Start zum Anime ist natürlich erst im Sommer 2019. Produziert wird der Anime nämlich von Troika. Auf der offiziellen Website der Anime-Serie Bungo Stray Dogs wurde nun bekannt gegeben, dass die dritte Staffel im April 2019 an den Start gehen soll. Ein neues K-Visual wurde ebenfalls veröffentlicht. Zudem wurde bekannt gegeben, dass Grand Rodeo das Opening singen soll und das Ending wird von Luck Live gesungen. Die ersten zwei Staffeln sowie die OVA und der Film Dead Apple sind natürlich auf Crunchyroll kostenlos erhältlich. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. In der Winterseason kommen ja auch neue Serien. Doch welche der Serien sind überhaupt bei uns im Simulcast? Crunchyroll zeigt die Anime-Serie Mob Psycho 100 Staffel 2, Girls Air Force, The Morose Monokian Staffel 2, Egao no Daika und Tate no Yosho no Nariagari. Anime On Demand zeigt die Anime-Serie Domestic Nakanojo. Wakanim zeigt die Anime-Serien The Promised Neverland, Dead Alive Staffel 3, Boogie Pop in Others und Kaguya-sama Love is War. Amazon bietet die Anime-Serie Dororo. Zuallererst natürlich frohes neues Jahr an alle Otakus da draußen. Zudem starten wir die allererste Akira News im Jahre 2019. Beziehungsweise sie war schon am Starten, aber ich... Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar kleine richtig geile Infos bekommen. Zum einen auf alle Fälle der Start von Bungo Stray Dogs. Ich meine, endlich geht auch der Anime da weiter. Ich meine, wir bekamen einen Film. Ich meine, wir bekamen den Film auf der Animagic und jetzt auf Crunchyroll. Und Leute, ich kann einfach nur sagen, Bungo Stray Dogs geht einfach immer. Und ich hoffe auch wirklich, dass die danach ankündigen, dass noch weitere Folgen Ende des Jahres kommen, wie die ja 2016 gemacht haben. Ohne Scheiß, das wäre einfach mega geil. Aber da warten wir einfach ab und April können wir uns auf jeden Fall auf viele geile Serien freuen. Also April wird, beziehungsweise die Spring Season 2019 wird einfach wiederum
scheiße krank. Und dazu kann ich hier nur sagen, da bin ich mega froh, ganz ehrlich. Zudem kann man auf jeden Fall nochmal sagen, zu der kommenden Winter Season 2019, also sprich die Simulcast-Titel, die wir jetzt bekommen, wie auch immer ich das erneut sagen muss, das war natürlich nicht alle Simulcast-Titel. Es kommen die Woche jetzt immer natürlich weitere, beziehungsweise kündigen natürlich die Tage immer wieder die Streaming-Diensten neue Serien an. Bei Anime On Demand stehen noch 3 offen, mit Wahrscheinlichkeit. Und bei Crunchyroll noch so 6, 9, keine Ahnung. Und bei Wakanim müsste es mindestens, glaube ich, schon alle gewesen sein und so weiter und so fort. Also hier können wir noch auf Crunchyroll und Anime On Demand ein paar Sachen noch erwarten. Und zudem kann ich jetzt sagen, ich hoffe doch, euch hat diese News gefallen. Und es würde mich sehr freuen, wenn du dies natürlich mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann lass doch gerne ein Abo da, damit du auch keine News mehr verpassen kannst. Ich zu meinem Teil sage auf alle Fälle, habt noch einen schönen Tag, mach's gut, bis bald und ciao.